So, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein Mann zu uns aus Amerika. Also da kam er jedenfalls mal her, bevor er gemerkt hat, dass hier in Köln viel, viel schöner ist als in Amerika. Und ist zum wiederholten Male hier, denn er ist einer der, ja, sagen wir mal, einer der Legenden der Comedy-Szene seit, muss ich gleich mal fragen, aber seit 40 Jahren bestimmt schon, also unterwegs hier auf Deutschlands Bühnen. Und heute Abend wieder bei uns, begrüßen Sie bitte John Doyle! Dankeschön, Dankeschön. Wie geht's euch? Gut? Sehr gut. Ich habe im Moment Rückenschmerzen und ich weiß nicht, warum ich ständig Rückenschmerzen habe. Aber ich habe neulich meine Frau gefragt, wieso habe ich die ganze Zeit Rückenschmerzen? Das ist total scheiße. Wieso habe ich Rückenschmerzen? Und sie sagte, weil du fett bist. Und ich habe gesagt, ja, aber wenn das stimmt, warum hast du keine Rückenschmerzen? Und dann hat sie mich verprügelt. Na dann. Und ich habe gesagt, ich dachte, du sagst immer, Gewalt ist keine Lösung. Und sie sagte, bei Amis mache ich eine Ausnahme. Und, mein Sohn ist nicht so. Mein Sohn ist in der Pubertät. Und er ist trotz Pubertät eigentlich sehr nett zu mir. Der sagt nie, oh, du bist fett, du bist fett, du bist ein fetter Sack. Der sagt nur Dinge wie, guck mal, der Dicke hat Titten. Na? Das ist so sein Lieblingsspruch. Na? Ich mache ein Foto für Facebook und... dann bin ich in China berühmt. Aber ich versuche abzunehmen. Ich versuche wirklich abzunehmen. Und es klingt ferklich, aber es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wissenschaftlich belegt. Ich habe gelesen, du kannst beim Onanieren jedes Mal 150 Kalorien verbrennen. Ne? Ich meine, ich kenne Leute, die machen es sowieso. Aber 150 Kalorien. Das Problem ist halt, wenn du ein Snickers isst, du musst dreimal onanieren. Ne? Ich meine, Leute, ich kriege das in einer Woche nicht hin. Das ist schwierig, ne? Aber ich denke, wenn das anerkannt wäre, du hättest mindestens eine Ausrede. Na? Du könntest dein Ding machen, ne? Und Leute würden in den Raum gehen und sagen, ja, was machst du da? Was machst du da? Und du sagst, ja, Entschuldigung, ich versuche abzunehmen. Weißt du, du könntest zu Markus Lanz gehen in die Sendung und ganz frei darüber reden. Ne? Markus Lanz fragt, Herr Doyle, Sie sehen schlank aus. Wie kriegen Sie das hin? Und du sagst, ja, Herr Lanz, ich onaniere. Ne? Und er sagt, ich habe es nicht verstanden. Und du sagst, ich wichse mich schlank. Ne? Und weißt du, das wäre wirklich was für Wetten, dass. Ich denke, wenn du das bei Wetten, dass machen würdest, die hätten endlich wieder Quote. Ne? Das wäre wirklich eine gute Saalwette. Ne? So irgendwie, guck mal, was der Ami so macht. Aber ich versuche seit einer Weile Yoga, aber ich finde, so um abzunehmen, aber ich finde Yoga total scheiße, weil die Leute, die da drin sind, sind irgendwie tot. Na, die sind irgendwie tot. Du gehst in den Raum rein und die Leute sind so, hallo, hallo, hallo. Und das sind die, die Energie haben. Ne? Und dann kam die Yogafrau rein und sie sagte, hallo, herzlich willkommen zur Yogastunde mit vielen Sonnenanbetungen. Sie sah aus wie eine Mischung aus Müsli und Verwesung. Es war furchtbar. Ich dachte, ihr Spitzname war wahrscheinlich Leichenstarre. Ne? Es war so schlimm. Sie sagte, wir werden in den Hund gehen. Wir werden heute in die Schildkröte gehen. Wir werden in die Katze gehen. Wir werden in die Kobra gehen. Ich dachte, scheiße, wir missbrauchen viele Tiere heute. Ne? Ne? Wahnsinn, ich habe mein Bein angehoben, ich habe gepinkelt. Nichts hat gewirkt, das ist furchtbar. Ne? Nichts hat gewirkt. Aber sie war trotzdem sehr nett. Sie lief von Person zu rüber und sie sagte, ja, das machst du sehr gut, das machst du sehr gut, das machst du auch sehr gut. Zu mir hat sie gesagt, das ist das falsche Tier. Aber es war trotzdem schön. Dankeschön, vielen Dank. Tschüss, Dankeschön. John Doyle, vielen Dank. Das hier ist das Buch von John Doyle, das aktuelle Buch. Es heißt, die Welt ist eine Bandscheibe. Und wenn Sie ihn mal live erleben möchten, er ist unterwegs am 30.11. in Köln, am 6.12. in Bielefeld, am 8.12. in Bonn oder am 12.12. in Remscheid. Alle Infos finden Sie unter johndoyle.de.